Haha, guckt mal, Leute, ich bin ganz hier oben. Das wird nämlich das coolste Baumhaus, was die Welt jemals gesehen hat. Oh, ist das cool, aber wo sind meine Freunde eigentlich? Da ist Braxy. Aber wo ist Odi? Guckt mal, das ist richtig nah an seinem Haus dran. Aber ich will mein Baumhaus hier oben machen, das passt richtig gut. Hä? Was macht Braxy da? Hallo, Braxy! Hallo, Odi! Wo ist eigentlich Chi? Warte mal, wer lacht denn da so? Jimmy? Hey, Jimmy! Braxy, hey, Odi, hier oben, ihr Blödmänner. Guckt mal, wo ich bin. Komm vom Baum runter! Nein, ich will hier. Wie bist du denn da hochgekommen? Na, mit einer Leiter, weiß ich nicht, mit einer Leiter bin da rüber gesprungen. Könnt ihr auch machen. Hallo, das ist verboten, noch ein Baumhaus zu bauen. Ich darf das einzigste Baumhaus haben, was es gibt. Stimmt, du hast auch ein Baumhaus. Hm, kannst du mir dabei helfen, ein richtig cooles Baumhaus zu bauen? Ich gebe dir auch später ein Essen aus, Odi. Apropos Essen. Was ist denn, Braxy? Mein Bauch knurrt den ganzen Tag schon. Ich habe noch gar nichts gegessen. Warte, lass dich mal runterkommen. Bei Essen muss ich mitreden. Hat nur ein bisschen wehgetan. Du hast Hunger? Ich habe auch lange nichts mehr gegessen. Irgendwie könnte ich auch was vertragen, Leute. Sollen wir zum Megas? Können wir. Das Problem ist nur, ich habe hier noch Burger King Sachen dabei, aber die sind schon abgelaufen, Leute. Das heißt, wir müssen wirklich neues Essen holen. Essen! 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 Braxy, geht aus! Braxy! Oh, wieso ich? Weil du der Älteste von uns bist und Wissenschaftler. Du hast schon einen Job und so, du bist voll erwachsen. Genau. Na gut, heute geht Essen auf mich. Happy Meal! Oh. Yippie! Happy Meal! Leute, was ist eigentlich euer Lieblings-Happy Meal? Da gibt's doch immer so coole Figuren und so. Also ich mag die Dinosaurier richtig gerne. Habe ich nämlich Dinosaurier-Familie. Boah, gibt's hier viel Essen. Was wollt ihr? Big Mac! Ich will einen Big Mac und Pommes. Ich will Chicken Burger und Nuggets. Okay, ein Big Mac. Ganz viel. Wie viele denn? 30 Stück. Oh, meinst du, so viel schaffst du doch, nicht? Doch, natürlich schaffe ich so viel, du Blödmann. Wir können ja ein Wettessen machen. Der, der am meisten schafft, kriegt 100 Diamanten. Aber, okay, komm. Odi, du kriegst einen Bacon Cheeseburger. Ich will Chicken Burger. Nein, die sind eklig, Braxy. Keiner will die essen. Bäh. Oh, dann hier. Sehr deine gut. Chicken Burger. Braxy, du bist doch der Älteste. Ist eigentlich so Essen gesund? Eigentlich ist viel Essen nicht gesund, weil dann steigt dein Cholesterinspiegel. Und wenn du zu viel Kohlenhydrate isst, wärst du halt dick. Das glaube ich egal, dir nicht. Leute. Das ist egal, Leute. Komm schon, Wettessen. Ja, Wettessen. Okay. Auf drei. Eins, zwei, drei. Essen. Das hat gut getan, Leute. Habt ihr etwa schon aufgegeben? Haha. Du kannst noch mehr essen? Oh Mann, ich hab doch schon... Mein Bauch ist schon ganz... Oh, Leute. Odi, guck mal, Odi hat aufgegeben. Braxy, nur noch wir beide. Gibst du etwa auf? Nein, ich muss das runterdrücken. Komm schon. Ich krieg nichts mehr runter, Braxy. Unentschieden, okay? Okay, ich muss mich Pause machen. Ich muss mich auch hinlegen. Ich auch, ich hab Bauchschmerzen. Ich schlaf hier eine Runde, Leute. Mir geht's nicht gut. Gute Nacht, Leute. Tschüss, Odi, bis später. Später. Hat das gut getan. Braxy, du Blödmann, wach auf. Braxy, ich will nicht aufstehen. Du siehst irgendwie voll anders aus. Oder fällt mir das nur so? Keine Ahnung. Braxy, wie siehst du denn aus? Ich sehe ganz normal aus. Wie soll ich denn aussehen, du Blödmann? Ich glaube, die Burger sind dir in die Hose gerutscht. Was? Leute, wie sehe ich aus? Hey, was ist denn mit mir passiert? Das ist aber nicht das, wonach es aussieht, Braxy. Ich werde Sport machen. Eins und zwei und drei und vier. Ich kann nicht mehr. Ich bin so müde. Ich bin auch richtig voll. Wollen wir mit dem Auto fahren, Braxy? Ich habe keine Lust zu laufen. Okay, komm. Warte, ich setze mich hinten rauf. Von hier hinten hat man einen richtig schönen Ausblick. Was machst du da, du Blödmann? Du sollst Auto fahren. Es geht nicht, wir sind stecken geblieben. Sag mir nicht, wir sind zu schwer für das Auto.
Die Reifen drehen durch, siehst du das nicht? Oh Mann, ich glaube, einer muss auch vom Auto sich absetzen, dann geht's warte. Okay. Komm schon, Brexy. Ich schieb setz an. Setz dich mal ab, schnell. Ja, ich geh doch weg, so. Oha. Warte mal, soll das heißen, ich bin so schwer, dass das Auto mich nicht mehr tragen kann? Nicht nur du. Das ist gar nicht gut. Wir müssen, glaube ich, langsam laufen, Brexy, komm. Aber wo ist Odi? Weiß nicht, der wollte, glaube ich, nach Hause. Vielleicht können wir das Baumhaus weitermachen, Brex. Ich kann mich kaum bewegen, ich bin dick geworden. Ja, du bist nicht dick, du bist einfach nur pummelig, genau. Du bist etwas größer. Vielleicht wird ja das Ganze auch in Muskeln umgewandelt. Glaubst du, das geht, Brexy? Ja, das geht, aber das dauert halt lange. Oh, das dauert lange. Leute, wisst ihr das, ob das geht? Das würde mich echt mal interessieren, ob man... Ich kann nicht mehr. Du hast recht, ich esse eine Pommes nochmal. Willst du einen Burger? Oh, ich hab noch einen. Oh, sehr gut, Lor. Erstmal ein bisschen was zu essen gönnen. Nach so einer langen Pause muss man sich was gönnen. Oh, das tut gut. Ich bin frisch gestärkt und du? Fertig. Oh, das hat gut getan, komm. Ja, los. Ich glaube, wir sollten echt öfter zu McDonald's gehen. Das schmeckt richtig lecker. Ich glaube, ich habe schon wieder Hunger bekommen. Ich auch, aber wir dürfen nicht zu viel essen. Oh. Hä? Warte mal. Brexy. Komm mal her. Guck mal, der Blödmann schläft einmal noch. Odi. Nein, ich weck den mit einem Big Mac. Warte, ich leg den einfach daneben hin. Der wird den safe riechen. Essen. Guck mal, wie er ihn direkt gerochen hat. Hey, Odi. Du bist ja auch ein bisschen dicker geworden. Ihr seid ja auch voll fett. Ich hab schon hier angefangen mit dem Baumhaus, aber... Ich bin müde geworden nach den 3-4 Leitern hier. Ja, das geht uns auch so. Wir sollten eine Pause machen, Leute. Bist du da hoch? Ich hab's gleich. Los, ich schieb dich nach oben. Oh Mann, das klappt nicht, Leute. Wir sollten uns einfach mal kurz hinlegen. Du hast recht, Jimmy. Irgendwie hab ich auch noch mal Bauchschmerzen. Oh, ich muss mich hinlegen, Leute. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen was essen. Das wird mir gut tun. Weil immer, wenn ich esse, habe ich so ein Glücksgefühl. Du auch, Brexy? Ich auch, aber meinst du, es ist eine gute Idee zu essen? Ich weiß nicht. Und hat niemand gesagt, dass das nicht gut ist. Und außerdem schmeckt das lecker und mein Magen mag's. Okay, das stimmt. Aufwachen, ihr Blödmänner. Wacht auf. Oh, ist Essen ich hab Zeit. So Bauchschmerzen. Oh, Leute, wie sehe ich denn aus? Ich kann meinen Bauch fast nicht mehr tragen. Ich bin ja ultra dick geworden. Ich auch. Guck mich mal an, Jimmy. Ich bin voll fett. Oh nein, Odi, das sieht echt nicht gesund aus. Das sieht aus, als wenn du 300 Kilo wiegst. Aber du wiegst 500. Oh Mann, Leute. Was ist los, Brexy? Ihr habt so viel geredet. Ich habe Hunger bekommen. Nein, wir dürfen nichts mehr essen. Wir sind schon richtig dick. Wenn wir noch mehr essen, platzen wir einfach. Und ich will nicht wissen, was passiert, wenn man platzt. Ich gehe nach Hause. Du kannst ja nicht mehr gehen, Brexy. Du bist so dick, dass du einfach streichen musst. Lass mich in Ruhe. Ich muss aber auch ganz vorsichtig machen. Das ist so anstrengend. Ich brauche nochmal einen Big Mac. Nein, Odi, tu's nicht. Du wirst platzen, du Blödmann. Das schmeckt immer voll lecker, Jimmy. Meinst du, man kann wirklich platzen, wenn man ganz viel isst, Odi? Bestimmt. Irgendwann hat man keinen Platz mehr, Jimmy. Vielleicht müssen wir dann ins Krankenhaus oder so. Mein Herz tut weh. Nein, mein Brexy. Herz tut weh. Brexy, was ist passiert? Hast du dich... Du bist hingefallen, oder? Was ist mit ihm? Er hat gesagt, mein Herz tut weh und jetzt liegt er da einfach. Vielleicht hat er einen Herzkollaps. Nein, Brexy, stirb uns bitte nicht weg. Brexy, du darfst nicht sterben, du bist mein bester Freund. Bring mich zum Arzt, Herz. Big Mac. Nein, hör auf, dem Blödmann Big Mac zu geben. Der wird doch nur noch dicker dadurch. Glaubt, Leute, wir müssen Sport machen. Ja, wir sollten wirklich Sport machen. Aber wie? Das macht gar keinen Spaß und ist blöd.
Schwarz weiß. Oh, Odi, was machen wir jetzt? Er meinte, wir müssen zum Arzt. Brauchen wir nicht. Ich gehe weiter essen, Leute. Nein, tust nicht, Odi. Ich will nicht wissen, was... Brixie, Brixie, hörst du mich? Ich will zum Arzt. Komm mit mir, ich bring dich dahin. Aber du musst meine Hand nehmen, komm. Nimm meine Hand, du Blödmann. So, okay, hör nicht auf, Odi. Wir müssen wieder normal werden. Wir müssen sportlich sein, okay? Guck mal, meine Füße, die sind so klein, dass sie gar nicht mein Gewicht tragen können. Wenn es so weitergeht, versinke ich im Erdboden. Oh nein. Gar nicht gut. Wir gehen jetzt ganz langsam zum Krankenhaus, Leute, weil das ist nicht normal, dass wir so, naja, ihr wisst schon, so übergewichtig sind. Ich will nicht mehr so viel essen. Ich will gesund werden. Meinst du, Karotten sind zum Abnehmen da? Nein, Cheeseburger. Nein, hör auf, Brexy. Wir dürfen das nicht mehr essen. Ich glaube, wir müssen gesundes Essen essen. Vielleicht hast du recht, aber ich muss dringend zum Arzt. Ja, das müssen wir. Da vorne ist das Krankenhaus. Wir haben es fast geschafft. Warte, ich schieb's dich an. Ich kann dich auch rollen, Brexy. Du bist eh wie eine Kugel. Komm, noch ein Stück. Pause. Okay, Pause. Wir können ja noch ein Big Mac essen, aber unser letzter, okay? Ja. Okay, danach essen wir wirklich nichts mehr. Versprochen, Leute, aber wir haben echt viel gemacht heute. Oh, noch ein Stück. Schaffst du es, den Berg runterzurollen? Das wäre lustig. Rai! Bei mir hat's fast geklappt. Okay, ich bin beim Krankenhaus, Brexy. Komm, ich glaube, wir sollten es hinkriegen. Und vielleicht kann der Arzt uns ja irgendwas geben zum Abnehmen. Hallo, ist da jemand? Brixie, Brixie, du darfst da dich nicht hinlegen, du Blödmann. Ich kann nicht mehr. Was macht ihr denn hier in meiner Praxis? Du bist ja voll schlank. Boah, bist du schlank. Danke. Ja, ich gucke auf meine Gesundheit, aber warum seid ihr denn so fett? Und ey, steh da auf. Und der Doktor. Was ist? Ui! Pfui ist das! Kinder, was ist denn mit ihm los, kleiner Herr? Gut. Mein Herz hat gepiekst. Gepiekst? Oh, das liegt an eurem Gewicht! Hä? Also sag, aber was kann denn da passieren? Ihr könnt platzen! Wir können wirklich platzen? Ja, das ist ganz schlimm. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen weiter esst, könnt ihr einfach explodieren! Von innen! Das sieht so lecker aus, nur eine Pommes. Die Pommes weg! Aua, du Blödmann! Ja, dann hast du... Und den Big Mac? Gib den Big Mac her! Oh Mann, aber kann ich nicht einbehalten? Das sind 3 Stück. Schmeiß alle weg in Müll damit! Aber das ist leckeres Essen. Aua, okay, ich esse ja nichts mehr. Genau zu. Klein hier hat schon verrissene. Wollt ihr doch alle explodieren, oder was? Nein. Auf der Stelle Sport machen, weil sonst platzt ihr von innen. Auf der Stelle Sport? Brixie, hast du das gehört? Wir müssen doch Sport machen. Ich will aber keinen Sport machen. Willst du sterben? Nein. Dann müsst ihr jetzt sofort anfangen, und zwar Sport zu machen. Okay, ich mach Kniebeugen, aber das alles. Ist echt... Kniebeugen, Liegestützen, ihr müsst laufen, alles. 3, bitte nicht in der Praxis, bitte haut jetzt ab. Aus. Gib die Burger wieder her! Brixie, was ist mit Odi? Wir müssen das Odi sagen, sonst platzt er. Ja, Leute. Bitte, tschüss. Tschüss, Herr Dr. Doofenstein. Wir müssen das unbedingt Odi sagen, Leute. Der hat dir das gar nicht mitbekommen. Und wenn er weiter ist, dann, naja, dann platzt er eben. Okay, komm, wir müssen ein bisschen joggen. Das geht schon. Oha, ich glaube, die Karotte würde uns gut tun, Brexy. Ey, nein. Doch, du musst eine Karotte. Ich esse auch die Karotte. Ah, oh, Mann. Okay, wir müssen weiter springen. Kommt schon. Okay, das war echt anstrengend. Wir müssen unbedingt Odi finden. Komm, wir rennen. Eins, okay, zwei, drei. Nach da drüben. Eins und zwei und Pause. Nein. Brixie. Oh, der Blödmann ist schneller. Oh, das ist echt anstrengend. Wir müssen Odi warnen, bevor er weiter ist. Du hast recht, wir müssen zu ihm nach Hause. Odi! Oh Mann, ich kann nicht mehr, das ist so anstrengend. Odi, wo bist du? Mach die Tür auf.
Die macht die Tür auf. Mann, er ist so fett, dass er nicht mal die Tür aufmachen kann. Oh, die komm schon, du darfst nichts mehr essen, das ist wichtig. Weg, oh. Brixi, Brixi, da ist ein Monster. Guck mal, da ist ein Monster. Ich passe hier nicht durch. Ich drück dich durch. Geh einfach seitlich durch. Das geht schon, Leute. Odi, wie siehst du denn aus? Odi, du siehst aus wie ein Würfel. Das ist doch gar nicht wahr. Ich sehe wie aus wie immer. Nein, du wirst langsam zum Big Mac, wenn du so weitermachst, Odi. Du siehst doch auch aus wie ein Big Mac. Ist doch egal. Sieh aus wie... Ruhe. Odi, der Herz hat gesagt, wenn wir weiter essen, platzen wir. Ist so, und du bist kurz davor. Gar nicht. Hör endlich auf zu essen. Das ist wirklich kein Spaß, Odi. Nur noch ein bisschen und du platzt. Bitte hör auf. Mach Sport, schnell. Du musst... Irgendwas stimmt nicht, Leute, in meinem Körper. Odi. Odi. Er ist geplatzt, wie der Arzt es gesagt hat. Er ist geplatzt. Ich mach Short jetzt. Ich mach ganz viel Sport. Eins und zwei und wir drei. Wir haben gerade unseren Freund verloren. Ich weiß, aber wir müssen den irgendwie zurückgewinnen. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir alles rückgängig machen, Brexy. Eins. Wir müssen Sport machen. Das ist die einzige Möglichkeit. Zwei. Drei. Ich mach jetzt Liegestützen, Leute, und ihr müsst mir dabei helfen. Los, Leute, gemeinsam schaffen wir das. Oh, Mann, ich klebe ja richtig auf dem Boden. Eins, zwei, drei. Ich spüre es schon, wie es brutzelt. Ehrlich? Merkst du schon, wie die Kilos da wegfallen? Sehr gut. Bei mir klappt das auch ein bisschen. Drei, vier, für Odi, Leute, kommt schon. Für Odi, unseren besten Freund. Fünf, sechs, Brexy. Ich glaube, bei mir passiert was. Warte mal. Guck mal. Ich bin nicht mehr so dick, Brexy. Ich auch nicht. Das funktioniert super. Das funktioniert echt. Aber wir müssen mehr trainieren und so klappt das nie. Wir müssen irgendeine andere Möglichkeit finden. Ich weiß, wen ich anrufe. Ich hab da jemanden. Du hast da jemanden? Wen meinst du denn? Sag ich dir doch nicht. Geh weg. Brexy, bitte sag's mir. Ich will unbedingt wissen. Ich zahle auch Diamanten für ein Training. Bitte. Ich hab meinen eigenen Personal Trainer. Boah, wie cool ist das denn? Kannst du mir die Nummer geben? Ich ruf ihn an. Oh, nein, aber ich kann ihm sagen, dass er mal bei dir vorbeischauen soll. Okay, machen wir so. Du bist der Beste und ich werde noch viel, viel Sport machen. Und dann holen wir Odi zurück, Leute. Komm schon, wir müssen uns jetzt dabei helfen, richtig, richtig sportlich zu sein. Ich hoffe, dass der Personal Trainer bald kommt und ich werde versuchen, noch weiter fit zu werden. Eins und zwei und drei und vier. Wir kriegen das hin, aber zuerst muss ich nach Hause. Ich muss alles bereit machen. Oh, ich freue mich so sehr, wenn der kommt. Ist die Weihnachtsdeko schön, Leute. Rudolph, der Red-Nose Reindeer. Ich muss noch Schokolade essen. Lecker, lecker. Da war doch gerade jemand. Egal, ich... Aufmachen! Ja, wer ist denn da? Ist das ein Überfall? Du siehst... Raus aus den Federn! Du siehst aus wie ein Trainer. Richtig cool. Trainer? Ich bin ein professioneller Trainer. Nicht nur ein Trainer. Wie sieht's hier denn aus? Das ist mein Weihnachtszimmer für meine Freunde und so. Wir wollen hier zusammen Weihnachten feiern, so wie letztes Mal. Oh, warte mal. Und wo sind die Hanteln? Die Hanteln? Keine Ahnung. Ich brauche keine Hanteln. Vielleicht brauche ich sie ja doch. Aber was macht man mit Hanteln? Trainieren, du Trottel. Oh, bist du der Trainer, von Brexy erzählt hat? Ja, aber ich glaube, das wird nichts. Du bist viel zu klein. Nein, ehrlich, ich bin gut und du musst mich trainieren. Pass auf, wenn du mich trainierst, gebe ich dir das Doppelte, 60 Diamanten. Oh, 60 Diamanten. Ja, und ich gebe dir... Aber ich muss dich warnen, das wird ein schwieriges Training. Nein, ich glaube dir nicht. Ich nehme die Herausforderung an, definitiv. Kann ich dir jetzt schon mal 30 Dias geben und 30 Dias, wenn wir fertig sind? Hör damit! Habe ich schon gegeben, ist hinter dir. Und ich muss dir eins sagen, das Training wird nicht leicht. Also, du, mal unter uns. Ja. Brexy hat geweint. Was? Der weint? Ja! Ich gehört, Leute, Brexy hat geweint bei dem Training. Aber habt ihr auch gesehen, dass er das Auto so hochheben konnte? Okay, was muss ich als erstes machen, Mr. Trainer? Als erstes musst du mit mir mitkommen. Mit dir mitkommen? Jetzt mach dich mal! Ich hab doch nicht schon. Ewig Zeit. Ich bin doch hinter dir. Schritt und Tritt, genau. Können wir vielleicht zu meinen Freunden noch gehen, ein bisschen PlayStation spielen? Das wäre voll cool. PlayStation spielen? Ich glaube, du spinnst. Willst du trainieren oder willst du eine Memme werden?
Ich will keine... Willst du trainieren? Ich bin kein Butterblümchen, auf damit. Ich bin ein starker Mensch, genau. Ich will trainieren. Ich will trainieren. Ich will trainieren. Ja, jetzt kommst du mit. Achso, ich dachte, das war's schon mit dem Training. Hä? Sag mal. Ja. Also, ich dachte, das ist ein Motivationsding. So halt, naja, immer motiviert sein und so. Dann kommen doch auch Muskeln, oder nicht? Nein! Oh, Mann, ich habe viel Arbeit vor mir. Ja, glaube ich schon. Aber egal, du packst das schon. Ich meine, ich bin ja Jimmy. Jimmy, der alles schafft. Ich meine, ich habe schon gegen Enderdrachen gekämpft und so. Oh, stopp! Was machen wir hier? Ruhe! Ja, okay. Siehst du diesen Parcours hinter dir? Ja, das ist das Klettergerüst. Ja, das Spieli. Da spielen wir immer Ticken und so. Tick, du bist. Haha. Stopp! Hä? Ich dachte, wir spielen jetzt. Wir spielen nicht, wir trainieren. Oh, okay. Was soll ich trainieren? Du musst jetzt ganz schnell 5-mal hoch und runter laufen, so schnell du kannst. Da hoch, das geht aber voll in die Beine. Das müssen wir trainieren, das nennt sich Aufwärmung. Und jetzt hopp! Okay, mach eine Stoppo, ich schaff das und go! Hey Leute, wir dürfen jetzt auf jeden Fall nicht runterfallen. Und erste Mal und jetzt wieder runtergehen. So, zack, das erste Mal. Schneller, schneller, schneller! Ich mach doch schon! 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sehr gut. Und wieder runter. Das war das zweite Mal, stimmt? Weiter jetzt, ich sag, wenn du aufhören sollst. Okay, oh Leute, 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 das ist ein echt ein cooler Parcours, aber bleibt bis zum Ende dran, weil dann erfahrt ihr, ob ich stärker werde. Oh, ich muss weitermachen. Also, dritte Mal. Ha. Stopp, komm her. Ja, ich bin doch schon. Warte mal, ich muss da jetzt hochklettern? Genau, aber immer fehlt eine Leiter. Das heißt, du musst wirklich schnell sein. Das ist doch voll einfach. Guck mal, hab's geschafft. Sehr gut, und jetzt springst du runter. Nein, du musst mich wieder mit der Leiter runtergehen lassen. Das ist voll hoch. Hey, mach die Leiter wieder hin. Du musst lernen, mit Schmerzen umgehen zu können. Runter mit dir. Das hat Lumi mir nie beigebracht. Lumi meinte immer nur, ich soll das machen, was die anderen machen. Ich wusste, dass du eine Memme bist. Ich gehe nach Hause. Ich bin keine Memme. Und zack. Aua, oh mein Bein, aber ich merke, dass sich da was tut. Mein Bein kribbelt so. Warte mal, was passiert hier? Siehst du das? Sehr gut, siehst du, Training hat Erfolg. Cool, ich habe Muskeln bekommen, Leute. Das ist ja mega cool. Ich glaube, wenn ich mehr trainiere, dann wird mein ganzer Körper 100% stark, oder? Oh, 110%. Ich sehe, du hast es in dir, aber wir müssen uns jetzt ausruhen. Du gehst erstmal schlafen und ich weck dich. Das hört sich nach einem Plan an. Ich wollte schon sagen, du bist gemein, aber eigentlich bist du gar nicht gemein. Haha, Freunde, ich glaube, das könnte mein neuer bester Freund werden. Der Trainer. Ich habe keine neuen besten Freunde. Mann, ich dachte, das ich habe nur mich selber als bester Freund. Das ist voll egoistisch, Mann. Nee, da muss beste Freunde haben, mindestens einen. Wenn man zu viel hat, ist das nicht gut. Aber wenn man einen Freund hat, ist das echt cool. Okay. Und wenn du schwach bist, was kann dein Freund denn dir helfen, ne? Ja, natürlich. Meine Freunde helfen mir immer. Und was bringst du denn deinen Freunden, wenn du schwach bist? Ich meine, schau dich doch mal an. Du bist klein. Klein, keine Muskeln und sogar noch orange. Ich glaube, ich spinne. Voll gemein, Leute. Er ist auf mein Aussehen gegangen. Der Ehrenlose. Der wird schon sehen. Egal, Leute. Wir lassen den Trainer einfach mal Trainer sein. Ich gehe nach Hause und schlafe. Schließlich habe ich jetzt coole neue Beine. Haha. Oh, ich bin gespannt. Hoffentlich werden als nächstes meine Arme richtig 100% stark. Das wäre mega cool. Guck mal, Jefferson. Ich bin jetzt richtig stark. Rah! Wuff, aber wuff. Ich bin müde. Jefferson, du bist süß. Und gute Nacht, Leute. Morgen wird ein anstrengender Tag. Und die Decke zumachen. Schlaf gut, Freunde. Aha, freue ich mich schon auf meinen Morgen, Leute. Das wird voll cool. Hä? Es hat geklopft. Aufstehen! Wer ist denn da? Hey, es ist mitten in der Nacht. Ich dachte, wir treffen uns morgen erst wieder. Genug geschlafen. Aber jeder braucht eine Nachtruhe. Du bist voll gemein. Superhelden schlafen nicht in der Nacht. Komm jetzt mit. Du hast genug geschlafen. Du bist höchstens ein Pokémon-Trainer, aber sonst bist du auch nicht mehr. Okay, warte. Hey! Boah, habt ihr das gesehen? Der hat das Auto von hier darüber geworfen. Du wirst dieses Auto nie wieder fahren dürfen. Und schau her. Du kannst Glück haben, dass das nicht kaputt ist. Oh, Packe! Nein, du hast mein Auto kaputt gemacht. Hey, ich zahl dir nicht die anderen 30 Diamanten. Das merke ich mir, du Blödmann. Du zahlst mir alles und du benutzt ab heute deine Füße. Komm mit. Meine Füße? Och Mann, jetzt muss ich nicht geschlafen. Gehen. Aber das sieht schon lustig aus, wenn ich so gehe. Nicht schlafen. Oh Mann. Aufwärmen. Spring hier. Ich soll mich aufwärmen. So ein kleinen Mini-Trampolin. Warte. Aufwärmen. Ja, das macht Spaß. Trampolin springen. Yippie, meine Lieblingsbeschäftigung.
Du Blödmann! Sehr gut, du hast nicht geweint, merkst du das? Ja, hat ja auch nicht wehgetan, weil ich coole Beine habe. Hä? Was ist das denn hier? Boah, das ist doch hier Dings. Wie heißt das? Eine Hantelbank. Eine Hantelbank? Boah. Und da sind genau. Sogar Hanteln. So. Kann ich die Hand nehmen? Du legst dich jetzt hier hin. Hm? Boah, warte, ich muss mich hier hinlegen, du hast recht. So. Ich lieg und du musst mich jetzt spotten, okay? Genau. Mhm. Und los geht's. Und los. Eins. Zwei. Drei. Oh, drei. Stopp. Meine. Das zittert. Nimm sie ab. Oh, sehr gut. Das war richtig knapp, Mann. Ich wäre fast draufgegangen, ehrlich. Draufgehen wirst du gleich, mein Lieber. Hm? Schau mal, ich habe einen individuellen Parcours für dich gebaut. Ja. Wenn du diesen Parcours nicht schaffst, wirst du sterben. Oh. Das heißt, du musst alles geben. Das sieht ja mega cool aus. Der sieht aber echt gefährlich aus mit der Lava. Glaubst du, ich kann mich da verletzen dabei? Verletzen? Du kannst dabei sterben. Ein klitzekleiner Fehler. Und du bist nicht mehr am Leben. Was? Das hört sich ja voll fies an. Aber sag mal, wenn ich das schaffen sollte, was wächst dann als nächstes bei mir? Also was wird als nächstes 100% stark? Deine Brust und deine Arme. Boah, Leute, dann habe ich endlich so einen richtig dicken Bizeps. Weil ihr wisst Bescheid, wenn man einen dicken Bizeps hat, dann kann man alles hochheben. Sogar dich, haha. Okay, ich nehme die Herausforderung an. 3, 2, 1, du willst trainieren, los. Das Lava, nicht runterfallen, ich schaff das. Aua, hast du Wasser? Ja, egal, ich krieg Mensch. Das auch so hin. Oh, danke. Haha, das war Trick 17, jetzt ist hier überall Wasser, Edge. Du Blödmann. Sehr gut, wir haben den ausgetrickst, den Doofkopf. So, wir müssen jetzt den Parcours aber weitermachen, Leute. Nein, wieder reingefallen. Ich schaff das. Komm hier rein. Sehr gut, lava, weiter. Lava. Braxy meinte, du wirst das nie schaffen. Was meinte der? Du wirst das nie schaffen, hat er gesagt. Er hat gesagt, du bist ein kleines Kind. Das nimmt er zurück. Das muss er zurücknehmen. Das muss er doch zurücknehmen, oder? Wenn du es schaffst, dann hast du ihm alles bewiesen. Vorsichtig, konzentrier dich, leg dich hin. Ich soll mich jetzt hinlegen, du Doofkopf. Du sollst dich hinlegen. Okay, warte. Und jetzt rückwärts. Das geht nicht, ich kann nicht rückwärts gehen. Du sollst dich auch auf den Bauch hinlegen, du Trottel. Nein, okay, vielleicht hat er recht, Leute, wartet. Jetzt rückwärts. Rückwärts, ganz vorsichtig, ja. Ich falle jetzt fast vorwärts. Runter. Warum soll ich denn rückwärts gehen, du Blödmann? Das macht gar keinen Sinn. Du deinen Rücken trainierst, du Trottel. Oh, stimmt. Er meinte ja, wir sollten die Brust auch machen. Und jetzt aufstehen. Aufstehen. Okay, und jetzt? Rüberspringen, vorsichtig aber. Mann, du hast mich geschubst, du Blödmann. Jetzt kann ich alles von vorne machen. Du bist voll gemein. Und los. Ja, und los. Oh, Leute, zusammen müssen wir das schaffen. Ihr müsst jetzt alle liken. Dann schaffen wir das zusammen. Kommt schon. Seht ihr? Einer hat schon geliked, deswegen schaffe ich das mehr. Oh, das war knapp. Oh, ihr seid echt die besten, Leute. Und spring. Und rüber. Und das ist einfach, Leute. Da müssen wir einfach nur hier so rübergehen. Das ist der einfachste Part. So, an der Stelle waren wir schon. Und das wird jetzt richtig schwierig, aber ich gebe alles. Du bist sicher, dass man das schafft? Du schaffst das. Braxy hat das doch auch geschafft, du Trottel. Ja, okay. Wow, ich hab's geschafft. War ja klar, dass ich das schaffe. Ich bin ja auch Jimmy Edge. Ja, ich muss das schaffen, da hast du... Hä? Recht. Sieht das cool aus. Guck mal, Leute. Ich sehe aus wie ein richtiger Typ, der auf jeden Fall ins Training gegangen ist. Okay, ich schaffe jetzt alles. Du wirst schon sehen. Und spring. Springen. Jetzt einmal hier hochklettern. Das ist, mit meinen starken Beinen. Sehr gut. Kriege ich alles hin. Und jetzt hier runter, richtig? Richtig, sehr gut. Und jetzt wieder hier hoch. Hoch. Und jetzt hier rüber. Hab's geschafft. Sehr gut. Und jetzt springst du von dort oben hier runter. Ich kann da nicht runterspringen, ehrlich. Auch wenn ich jetzt stärker bin, das ist voll schwierig. Du schaffst das. Okay, ich krieg das hin, Leute. Auf drei. Aber einen runter gehe ich noch. 1, 2, 3. Geronimo! Hey, das hat gar nicht wehgetan. Ich habe nur 2 Herzen verloren. Schau dir mal deine Arme an. Boah, Leute, schaut mal an, wie der krass das aussieht. Wenn ihr auch mal so stark sein wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, dann kriegen wir das zusammen hin. Okay, Trainer, wann muss ich gegen dich kämpfen? Ich will dich unbedingt fertig machen.
Du willst gegen mich kämpfen, gegen deinen Trainer? Du siehst aus wie ein Pokémon-Trainer, wie dieser Ash, genau. Merk dir eins, fordere niemals deinen Trainer auf, dann lass uns jetzt boxen, komm. Na schön, ich glaube, wir machen einen Boxkampf. Wollen wir den hier machen? Genau hier. Na schön, 1 gegen 1. Leute, das ist echt schwierig jetzt, aber wir kriegen das hin. Aber ohne Boxhandschuhe, okay? Ohne, komm jetzt. 3, 2, 1, los. Und bam, Junge. Oh, du bist ja voll stark, aber ich bin auch gut. Ich werde dich fertig machen. Nie wieder wirst du mich fertig machen, du blöder Trainer. Hast du verstanden? Haha, ich bin stärker. Ich bin stärker. Du bist ein Noob. Komm her. So, hier, jetzt links, rechts. Guck mal, ich gebe dir hier eine. Bam, bam, bam. Aua. Du bist echt stark, Mann. Oh nein, oh nein, oh nein. Wir müssen weitermachen, wir müssen weitermachen. Aber ich habe noch voll viele Herzen. Edge. Komm schon, mach mich doch fertig. Du blöd Mann. Du findest mich nicht. Oha. Mal gucken, wer jetzt gewinnt. Nein. Ich glaube, ich bin stärker als er. Oder ist er stärker? Wer ist stärker, Leute? Das ist so ein spannendes Match. Boah, ich hatte noch 1,5 Herzen, Leute, und ich habe ihn erledigt. Das heißt, wir sind die stärkste Person auf der ganzen Insel. 100% stark. Das muss ich Brexy zeigen, das wird er mir niemals glauben. Boah, wie cool. Wir sind so stark wie sonst niemand. Oh mein, Brexy meinte, er ist irgendwo hier fischen, aber wo könnte der fischen? Brexy, guck mal, wie stark ich bin. Siehst du das auch? Lass du mich aus, du Doofkopf. Du musst Respekt haben vor mir. Lass mich angeln, du Schwächling. Wartet mal. Leute, wo sind meine Muskeln hin? Hey, ich hab doch gewonnen. Der Blödmann. Nein, ich glaube, weil der gestorben ist, hat der all seine Kräfte mitgenommen. Oh, Blödmann. Brexy. Ich hab dich geangelt. Mann, ich war richtig stark, du Doofkopf. Du hast mich nicht geangelt. Hör auf damit. Was soll ich denn jetzt machen? Jetzt bin ich wieder schwach, Mann. Das ist voll blöd. Du warst nie stark. Du bist ein kleiner Knirps. Bin ich gar nicht, du Doofkopf. Ich werde dir beweisen, dass ich stark werde. Nenn mir ein Trainingslager, wo ich hingehen soll und ich werde es beschaffen. Genau. Trainingslager? Ja, du musst, glaube ich, zum anderen Trainer gehen, zum anderen Gym. Du weißt schon, du kannst dich da nicht mehr blicken lassen. Ich schaff das. Ich werde sie beweisen. Ich bin gespannt, wer da am Trainieren ist. Wir müssen da auf jeden Fall reingehen. Und ich muss das meinen Freunden. Eins und zwei und drei. Brexy, Niki, was macht ihr da? Wir trainieren. Wie Männer. Also ich muss auch ins Gym, weil, naja, ich bin ein bisschen dick geworden. Und ich... Boah, Kuchen, boah, lecker. Wo habt ihr denn den Kuchen her? Du hast eine Plauze. Das ist ein kleiner Bauch, aber das ist doch nicht schlimm. Ja? Was hast du hier verloren? Fitness ist nur für die Großen. Du bist noch ein Kind. Das ist doch egal. Ich will auch groß und stark werden. Ich will endlich der stärkste Mensch der Welt werden. Und das werde ich auch. Der stärkste Mensch der Welt. Du kannst nicht mal den Basketball da aufnehmen. Probier mal. Doch, kriege ich hin. Warte. Na, komm schon. Oh, Chicken Burger, lecker. Oh. Bist du? Ach Mann, und jetzt schau mal bei mir. Oha, wie hast du das denn gemacht? Ja, das ist das voll anstrengend. Ach Manno, warum seid ihr so gemein zu mir? Ich will auch trainieren. Du kannst trainieren auf dem Spielplatz, stimmt's, Niki? Genau, wo die kleinen Kinder hingehören. Ich gemein. Und wisst ihr was? Ich werde es euch noch beweisen, dass ich der Stärkste auf der ganzen Welt werde. Macht ihr nur eure Kniebeugen. Ja, ja. Jetzt haben die einfach zugemacht. Na schön, wenn ihr unbedingt da drin trainieren wollt, dann trainiert doch. Aber ich werde es euch schon noch beweisen. Ich werde heute Nacht da einfach hingehen und werde in Ruhe für mich trainieren. Und ich werde mir auf jeden Fall die besten Proteinshakes holen. Was denn? Bist du etwa schon fertig, Brexy? Wir sind schon fertig mit unserer Trainingseinheit. Oha. Und ich habe heute Bauch, Beine, Po trainiert, Kork. Ich habe heute auch Po und Beine trainiert. Ja, alles aber gut, ja. Guck mal, nee, guck mal, was ich kann. Was kannst du denn? Du kannst doch... Warte mal! Das geht doch gar nicht! 2! Wie machst du das? 3! Oh, Brexy! 4! Oha! Da
das? Guck mal, meine Arme sind schon groß geworden. Oh, die sind echt riesig. Boah, als ob die nach einmal Training so stark werden. Was? Das hätte ich nicht gedacht. Das erste Mal. Oh, und naja, du hast auf jeden Fall noch schmale Arme, aber du kannst ein Auto hochheben. Das kommt im Training. Naja, wie dem auch sei, ich werde es euch noch beweisen. Ich werde jetzt nach Hause gehen. Bis morgen. Tschüss, bis morgen. Spiel weiter auf deiner Nintendo Switch. Vielleicht gibt es ja eine Fitness-App. Hahaha, richtig witzig. Oh, Leute, die sind voll gemein. Meint ihr, dass die das mit richtigen Training geschafft haben? Oder haben die vielleicht doch gecheatet? Das finden wir noch heraus, Leute. Aber erstmal muss ich auch trainieren und ich komme wieder, wenn Nacht ist, damit die mich nicht ärgern. Hau endlich ab, Braxy. Ich will nach Hause gehen. Hey, verfolg mich nicht. Du verfolgst mich. Verfolge ich gar nicht. Ich werde jetzt gehen. Tschüss. Tschüss. Und hör auf, mich zu verfolgen. Braxy. Lass mich in Ruhe, ich bin nicht so schnell. Als ich dünner war, war ich schneller. Aua, das tut weh. So, Leute, da vorne ist das Gym. Und ich muss erstmal schauen, ob hier irgendjemand in der Umgebung ist. Aber ich sehe nichts. Ich habe also das komplette Gym für mich allein. Yippie. Und rein hier. Boah, das sieht ja mega aus. Die haben sogar richtig viele Hanteln hier. Und die haben auch... Boah, die haben so ein Basketball, da kann man den reinwerfen. Was haben die da in der Kiste drin? Wartet mal, da muss ich mal reinschauen. Boah, sogar Tennis und ein Baseballschläger. Erstmal werde ich mein ganzes Essen hier reintun, weil das Essen ist nicht gesund. Leute, und jetzt muss ich schön trainieren. 1, 2, 3, 4 und 5. Oh, 6. Mann, Leute, das ist echt anstrengend. Kniebeugen sind wirklich anstrengend. Man glaubt das nicht, aber... Boah, ach, hä? Na. War hier irgendjemand? Hallo? Hallo? Niki, wie siehst du denn aus? Boah, Niki, ich wollte hier eigentlich nur in Ruhe trainieren, Niki. Tut mir leid, ich wollte dich nicht stören. Wir können doch zusammen trainieren, das ist doch gar kein Problem. Ehrlich? Komm. Ich dachte, du bist gemein. Nein, ich helfe dir. Jeder hat doch mal angefangen. Oh, okay. Guck mal Odi an. Der ist so dick, der hat noch nie Sport gemacht. Red nicht so über Odi. Odi ist ein Ehrenmann und der wird auch noch richtig athletisch aussehen. Das werden wir schon beweisen. Aber kannst du mir so coole Übungen zeigen, wie man auch so stark werden kann wie du? Natürlich. Und wie funktioniert das? Boah, ich bin richtig gespannt. Warte, ich glaube, ich muss den Ball nehmen. Boah, du hast einfach die Erde mit deinen bloßen Händen abgebaut. Wie krass ist das denn? Ja, wenn du trainierst, passiert das auch gut. Boah, guck mal, das machen wir erstmal mit deinem Essen. Das bleibt immer jetzt weg. Warum? Du musst nie wieder dieses Essen anfassen. Das ist leckeres Essen. Aber Essen ist weg. Oh, okay, ich glaube, als erstes müssen wir meinen Speck wegbekommen. Du wirst jetzt nur noch Proteinshakes und dich gesund ernähren. Guck dir Braxy an. Okay. Er isst viele Bananen und ich esse viele rote Äpfel. Na die schön. Sind alle gut. Dann machen wir das so. Ich mach das, was du machst, Coach Niki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, das bringt, glaube ich, schon ein bisschen was. Niki? Links, rechts. Boah, er ist so stark, er macht einfach alles kaputt. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Schlag du mal dagegen, was passiert bei dir? Bei mir geht alles kaputt, ich habe schon zu viel trainiert. Oh, 1, 2, 1, 2. Oh Mann, ich will endlich abnehmen. 2, 3, 4. Oh, guck mal, ich mache einen Hampelmann. Boah, das macht mega Spaß. Und, boah, warte mal. Boah. Ich bin wieder normal, Leute. Endlich. Oh, der ganze Speck ist weg. Komm, Odi, ich zeig dir das neue Gym. Odi ist da. Boah, Braxy, Odi, was macht ihr denn hier? Schaut mal, ich bin wieder normal, Leute. Ich bin gar nicht mehr dick, aha. Ja, du bist zwar nicht mehr dick, aber ganz schön doof. Das reicht mir. Ja, das stimmt. Niki, die sind gemein zu mir. Jetzt raus hier, wenn ihr nicht trainieren wollt. Ihr seid blöd, Männer. Warte mal. Ist das jetzt etwa, Niki, bist du jetzt etwa auch ein Baby? Ist das die Kinderstunde heute? Wir werden noch sehen, Niki. Wir werden sowas von sehen, Niki. Ich sag dir ehrlich. Odi, was ist eigentlich mit dir? Wolltest du nicht auch mit dem Gym anfangen? Quatsch, ich bin doch schon richtig stark. Dann beweis mir das, los. Heb das Auto draußen hoch, das wie ich dir beigebracht habe. Eh nicht, niemals. Und Jimmy, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Und zack. Genau so.
Der ist genauso stark wie der Brexy. Ich hab das Auto. Aber wie hast und du das geschafft? Und jetzt 5 Züge. 5 Züge? Das geht doch gar nicht. Nein. Drei. Drei. Boah, die sind echt mega stark. 3, 4, 5, 6. Mann, Niki, ich will auch so stark werden. Du musst mir unbedingt alles beibringen. Ich bin so stark, dass ich einfach kaputt gehauen habe. Was? Mach das nochmal, ja. Das will ich sehen. Guck, wenn du mit mir trainierst, wirst du genauso stark. Guck, wirklich? Zack. Boah, habt ihr das gesehen? Niki hat mit einem Schlag das Auto fertig gemacht. Boah, na schön. Wisst ihr was, Brexy und Odi? Ich werde mit Niki trainieren, weil er viel besser ist als ihr. Könnt ihr ruhig machen. Ihr werdet niemals so stark sein wie wir. Stimmt, Odi? Ist so. Das vor allem ja du nicht, sehen. Jimmy, du bist richtig klein. Naja, das werden wir ja noch sehen, wisst ihr was? Lasst uns einfach in Ruhe. Wir werden einfach weiter trainieren und das bis in den Morgengrauen. Und dann werde ich euch beweisen, dass ich der stärkste Mann der Welt bin. Haha. Natürlich. Das will ich sehen. Das will ich auch sehen. Komm, wir machen hier weiter. Und ich glaube nämlich, wenn wir stark genug sind, können wir das ganze Haus von denen wegtragen. Das wird richtig cool. Oh, wir sprengen das in die Luft, falls wir es noch nicht hinbekommen. Nee, das machen wir nicht. Oh, ich muss weiter Kniebeuge machen und die Hand nehmen. Warte. So. Einmal Hand nehmen. Zack, Leute. 1, 2, 3, 4. Zack, sehr gut. Was ist das denn hinter dir? Hast du das gehört? Was war das? Was macht ihr da? Hey! Hey, lauf, Brexy, lauf! Oh, jetzt reicht's mir. Verschwindet! Ihr werdet schon noch sehen, ihr Dussel. Lies das Buch, du Weichei. Was ist für eine Hand? Ist schwach. Ha. Ich bin gar nicht schwach. Komm, Niki, wir trainieren jetzt 3 Tage komplett durch. Und dann werden wir das Resultat anschauen. Warte mal. Niki, ich sehe ganz anders aus. Boah, Leute. Schaut euch mal mein Sixpack an. Boah, das sieht mega krass aus. Danke dir, Niki. Du bist echt ein guter Trainer. Sehr gerne. Weißt du was? Jetzt können wir mal zu den Jungs hingehen. Ich glaube nämlich, dass ich super stark bin. Weg mit dem blöden Kuchen und weg mit der blöden Statue. Na? Okay, let's go. Wir machen die jetzt fertig. Die machen wir sowas von fertig. Och Mann, ich hätte ja das Auto genommen, aber das ist ja gar nicht mehr da. Och Manno. Niki, er hat mich die ganze Zeit runtergemacht, Leute. Nur weil ich damals ein bisschen dicker war. Aber jetzt bin ich der Stärkste und Beste und Gutaussehendste. Na los, schnell, Niki. Da vorne ist Brexys Haus. Ich bin gespannt, was er macht. Der ist bestimmt wieder am Trainieren oder so. Brexy! Brexy? Wo ist der Brexy? Vielleicht ist er im Labor oder so. Da ist er auch nicht. Oh, Leute, wenn ihr irgendwo Brexy sehen könnt, lasst auf jeden Fall jetzt ein Like da. Komm schon, Brexy, wo bist du? Niki, mach bei Odi schauen, ob er da ist. Ja, warte, lass 99! Einschleichen, die machen da irgendwas. 100! Boah, die haben ja richtig dicke Arme bekommen. Ja. Niki, siehst du das? Oh nein, ja. Vielleicht sind die doch stärker als wir. Verdammt. Wir niemals. Lass mal knopfen. Warte, ich klopf mal. Hi Brexy, wie geht's dir? Na, erkennt ihr mich noch? Aha. Hallo Jimmy, ich bin so breit geworden. Was? Du bist... Ach, du bist nicht breit, das ist eh nur Luft da drin. Natürlich. Von seinem Kopf, wir reden von seinen Armen, Jimmy. Ja, ich meine doch in seinen Armen. Außerdem siehst du nicht, wie groß und stark ich geworden bin, hä? Oh, das ist mir ganz entfallen, weil ich schon so stark bin. Ja, tut mir leid. Stark? Weißt du, was ich machen kann? Ich kann Odis Haus einfach so fake machen. Haha, die ganzen Betonklötze. Ich pass nicht durch. Ja, jetzt passt du durch. So, na, lass Odi. Lass das mal. Du hast die ganze Zeit mich fertig gemacht. Das kommt davon, Odi. Aber du bist immer noch schwächer als wir, auch wenn du ein bisschen gewachsen bist und Muskeln hast. Wenn wir wollen, können wir dein Haus einfach wegwerfen. Nö, kriegt ihr nicht hin. Das werdet ihr nicht hinkriegen. Niemals. Nee, das glaube ich euch nicht. Okay. Was habt ihr denn vor, hä? Ihr seid wir doch werfen sowieso... dein Haus jetzt weg. Niemals schafft ihr das. Meinst du, die schaffen das, Niki? Niemals. Ich glaube auch nicht. Die blöffen nur. Die springen bestimmt aufs Trampolin und wollen dann uns irgendein Kunststück zeigen. Was wollt ihr denn jetzt machen? Ihr kriegt das eh nicht hin. Ihr seid Schmalspuren. Ich wette mit dir, Odi schafft es mit einem Schlag, dein Haus halb zu zerstören. Mit einem Schlag? Kann ich.
Leute, wenn Odi das schafft, dann müsst ihr abonnieren. Aber nur, wenn er es schafft. Wenn er es nicht schafft, dann müsst ihr nicht abonnieren, weil ich glaube nicht, dass er es schafft. Mm-mm. Weißt du was, Odi? Du kannst es auch gleich sein lassen. Mm-mm. Du kannst am besten jetzt zum McDonald's gehen. Odi, ist drei, okay? Was? Ei? Hä? Hey! Mein Haus! Aber du hast mein ganzes... Du Loser, Jimmy! Hey, mein Haus ist weg. Wie hast du das gemacht? Du hast mein... Oh, das hat voll gewackelt. Du hast mein ganzes Haus einfach vernichtet. Wie hast du das angestellt? Jimmy, Wir sind... Komm mal her, schnell. Warte mal, Odi. Was ist los, Niki? Was willst du mir sagen? Ich glaube, der Odi hat mit bösen Leuten trainiert. Ja, glaube ich auch. Könnte er das nicht? Das geht doch gar nicht. Oh, Leute. Ich habe gesagt, wenn Odi es schafft, müsst ihr alle abonnieren. Und er hat es geschafft. Oh, was? Denkst du dir, sage ich jetzt noch was, du? Du Lappen. Boah, jetzt reicht's. Ach, Niki, wir müssen noch mal richtig hart trainieren. Ich muss noch mal die letzte Stufe erreichen, okay? Lasst uns loslegen. Los, wir sehen uns gleich wieder, Leute. Und ich werde euch fertig machen. Tschüss, Braxy. Und tschüss, Odi. Oh, Niki, warte auf mich. Mann, die sind ja enorm stark geworden. Die haben einfach mein ganzes Haus weggemacht. Mann, ich will auch so stark werden. Verdammt. So, Leute, jetzt sind wir aber hier im Gym wieder und müssen ein letztes Mal richtig hart trainieren. Kommt schon, alle zusammen. 1, 2, 3, 4. Boah, ich glaube, ich bin jetzt endlich bereit, Leute. Mit so einem guten Trainer wie Niki. Wo ist der eigentlich? Aber auf jeden Fall werde ich es jetzt Odi beweisen, Leute. Ich werde jetzt schnell zu ihm nach Hause gehen. Niki, da bist du ja. Niki, komm schnell. Ich werde Odi jetzt fertig machen. Ich werde ihm beweisen, dass ich der stärkste Mann auf der ganzen Welt bin. Und du mein Trainer bist. Da vorne ist sein Haus. Und weißt du, was ich mit seinem Haus machen werde? Du wirst es ins Universum schmeißen. Genau, ich werde es zum Pfannkuchen machen. Odi. Boah. Na, Odi? Jimmy, was willst du? Du hast ja mein Haus kaputt gemacht. Hä? Braxy, schau mal, wir haben... Ich glaube, du hast das Falsche trainiert. Ich habe Mathe gelernt. Ja, so siehst du auch aus, du Albert Einstein. Jetzt werde ich aber Odis Haus mit einem Schlag fertig machen. Er schafft das niemals. Oh, du schaffst das niemals. Wir werden ja schon sehen. Und wenn ich das schaffe, dann müsst ihr mich endlich richtig behandeln. Als Gleichwertigen. Jimmy. Ja? Jimmy, komm her. Okay. Ja, was ist los, Niki? Deine Leute seien jetzt liken, damit du es schaffst. Leute, ihr habt Niki gehört. Wenn ihr jetzt alle das Video liked in 3, 2, 1, dann werde ich mega stark. Oh, Like-Hype. Na schön, Odi, ich werde es dir beweisen. Na, soll ich es wirklich machen? Du kriegst das eh nicht hin, Jimmy. Komm schon, mach einfach. Ja. Okay, 3, 2, 1, jetzt. Siehst du, dein Haus ist weg und da ist sogar mehr weggegangen als bei dir. Nein, du musst mich jetzt endlich gleichwertig behandeln, dann ist alles wieder gut. Wer baut mein Haus dann wieder aus? Oh, ich mach dir das wieder gerade, du Heususe. Komm, Niki. Wir wurden die Stärksten. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Wertung da. Checkt gerne meine Freunde ab und checkt auch gerne jetzt die anderen Videos ab. Und wenn ihr immer schön fleißig trainiert und euch gesund ernährt, werdet ihr auch eines Tages so stark wie ich sein. Boah!